Lilo, in unserem letzten Video hatten wir ja gelernt, dass man Bilder skriptgesteuert ändern kann, mit Text versehen kann. Hier habe ich zum Beispiel einen Hintergrund, ein Hintergrundbildchen, 1920x1080 in der Größe, und mein Skript, das ich entweder händisch starten kann oder per Cronjob, wird dann dafür sorgen, dass sich dann dieses Bild entsprechend ändert. Ich habe das Ausgangsbild, das Skript haut Texte hier rein. Gut, jetzt müssten wir eigentlich nur noch Folgendes tun. Ja, bevor ich das tue, ich zeige dir mal, dass es auch wirklich funktioniert. Denn mein Skript sucht zum Beispiel die aktuelle IP-Adresse. Jetzt habe ich die Netzwerkverbindung hergestellt und ihr seht, das funktioniert. Stelle ich die Netzwerkverbindung nicht mehr her, trenne ich, sehe ich hier zum Beispiel die Router-IP-Adresse. Ihr Telekom-Router hat standardmäßig Speedport.IP. Ist das hier aus, wird sich das ändern, aber erst im Minutentakt. Das heißt, wenn sich die Uhrzeit um eine Minute erhöht, verschwindet das. Gut, wir müssen natürlich auf Folgendes achten. Das hier ist unser Original-Hintergrundbild. Das wollen wir nicht kaputt schreiben. Das ist das Hintergrundbild, was verwendet werden soll. Background-Text.jpg habe ich es genannt. Also müssen wir unserem, Wallpaper-Manager, wie auch immer das sein mag, unserem Betriebssystem sagen, dass dieses das Wallpaper, also Hintergrundbild sein soll. Das modifizierte Bild soll verwendet werden. Ist klar. So, 15:05 Uhr. Ihr habt gesehen, die Uhrzeit skriptgesteuert wurde in das Bild hier eingepflegt. Das sieht man auch hier vielleicht noch. Sehr schön. Die IP-Adresse ist weggefallen. Ich habe keine Netzwerkverbindung mehr. Und in einer Minute habe ich wieder eine Netzwerkverbindung. Was soll der ganze Käse? Ja, der ganze Witz ist der. Ich brauche jetzt zum Beispiel nicht ein zusätzliches Programm wie Conkey. Conkey, gut, hat auch ein separates Fenster. Die Transparenzeffekte sind manchmal nicht ganz sauber. Zusätzliche Fenster bringt zusätzliche Probleme. Wenn ich nur das Hintergrundbild ändere, dann ist das für mich egal. Das ist ja nur ein Hintergrundbild. Ich kann es nicht versehentlich anklicken. Ich habe kein verdammtes Widget, das auf einmal das Datum aufpoppt, obwohl ich es gar nicht will oder ähnliches. Und es läuft im Hintergrund. Ich kann schön durchgucken, sehe immer aktuell, was da los ist. Also gleich sollte dann hier auch wieder Speedport-IP erscheinen. Da kann ich nicht versehentlich drauf rumklicken. Und wunderbar. Gut, also unser Skript sieht so aus. Habe ich ein bisschen angepasst und auf Englisch gebabbel nochmal hingeschrieben, was ich alles so gemacht habe. Ja, jetzt müssen wir noch eins machen. Wir brauchen einen Cronjob, der immer eine Minute, immer eine Minute geht rum, ja, automatisch. Auch schon beim Rechner start, habe ich den hoch. Ne? Ja, nach einer Minute soll dieses Skript ausgeführt werden. Das liegt bei mir in Home. Mein Benutzername ist TheRackRunner. Test. Den Benutzernamen, also sämtliche Pfade in diesem Skript, das ich euch mitgehe, müsst ihr euch anpassen an euren Benutzernamen. Euren Benutzernamen seht ihr, wenn ihr ein Terminal aufmacht. Und dieser kleingeschriebene Benutzername ist das, was ins Skript gehört. So. Ein Cronjob fehlt uns noch, ne? Sonst müssten wir ja dieses Skript immer von Hand starten, jede Minute. Das wäre ein bisschen doof jetzt, ne? Dann habe ich folgende Modifikationen noch ganz wichtig vorgenommen. Überall explizite Pfade reinschreiben. Diese Cronjobs, ja, die sind so ein bisschen doof, ne? Die vergessen manchmal, wo was ist. Das ist nicht so, als würde ich das selber eingeben. Unser Skript kann wunderbar funktionieren. Die Cronjobs sind mit dem Pfaden manchmal so ein bisschen neben der Spur. Deshalb immer den kompletten Pfad angeben, ne? So hier zum Beispiel Home, Direct oder Test, das ist das Verzeichnis, in dem das Bild hier liegt. Home, Test, ja, Background JPEG. Ne? Das ist das Original. Bild, was nicht verändert werden soll und was auch nicht als Hintergrundbild verwendet werden soll. Ne? Jedenfalls nicht so, wie es so ist, so original, sondern dieses da, ne? Background Text JPEG, das soll meine Default Wallpaper sein, weil da halt der Text drin steht. Ne? Ohne Text hatte ich ja vorher schon. Gut, ist auch klar.
auch diese Pfade zu den Trutolp-Fonts, ne, also zu den Schriftarten, mal durchchecken. Ich habe jetzt mal eine andere genommen, wie beim letzten Video. Und dann habe ich diverse Variablen mir ausrechnen lassen. Ne? Zum Beispiel den Text, ja, dieses Speedport-IP. Ne? Wie heißt denn mein Router? Hab dafür netzdet-r aufgerufen und habe das noch ein bisschen gefiltert mit grep und awk. Ihr seht, auch da habe ich mir immer rausgesucht, wo liegt denn jetzt wirklich physisch das Programm netzdet. Ja, müsste es eigentlich wissen, aber zum Beispiel war es so, dass es nicht wusste, der cronjob, ne, der cronjob, den wir jetzt gleich noch machen, wo ist denn das, ne, ifconfig? Wenn ihr also nicht wisst, was er da am besten reinschreibt mit wich, dann der Programmname, wo ihr den kompletten, expliziten Pfad reinschreiben wollt, ja, also zum Beispiel awk wäre ein Programm. Ihr wisst nicht, wo das wirklich so ist auf eurem PC. Und dann steht hier User bin awk, dann nehmen wir den kompletten Pfad, oder? ifconfig. Dann hätten wir den ganzen Pfad ein, oder wich, grep. So, oder was auch immer ihr wollt. Gut, explizite Pfade, wichtig in Vorbereitung für den Cronjob, der jetzt mal so langsam kommt, habe ich euch hier ins Skript reingeschrieben. Gab schon diverse Videos von mir, einfach mal Folgendes tun. Entweder einfach crontab-e oder wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, welcher User ihr seid, dann crontab-u ist User, the reg one, ist natürlich mein Username, minus e wie edit, boink, so. Beim ersten Start werdet ihr gefragt, welcher Editor soll genommen werden, dann nehmt ihr bitte den einfachsten, und das ist Nano, also nicht Vim, sondern Nano nehmen. Und dann gehört da Folgendes rein. Diese Sternchen und die Leerzeichen dazwischen genauso schreiben, wie es da so steht. Das sind nicht irgendwelche Anmerkungen, sondern darüber weiß der crontab oder cronjob oder wie auch immer, zu welcher Stunde, Minute, Sekunde hier in dem Fall diese 5 Sternchen getrennt durch Leerzeichen heißen. Ja, jede Minute, bitteschön. Und dann der komplette explizite Pfad zum Skript, ne? Mein Skript, das heißt Image Text.sh und liegt bei mir in diesem Ordner. Ja. Bei euch liegt das natürlich im anderen Ordner, weil es nicht direkt gerade heißt, auch klar. Ihr müsstet hier natürlich eure Benutzernamen wieder einsetzen. Und wenn der Ordner, wo ihr das Skript habt, nicht Test heißt, zum Beispiel Bilder, dann genau Großkleinschreibung beachten. Da rein mit Steuerung O speichern, mit Steuerung X beenden, Steuerung O. Enter, Steuerung X beenden, Installing New crontab, dann hat das funktioniert. Ne? Und von Stund an, ja, eigentlich von Minute an, ist es dann so, dass jede Minute dieses Skript ausgeführt wird. Und zwar, ja, wenn ihr das natürlich auch ausführbar gemacht habt. Ne? Gut, gehen wir mal rein. Hier sehen wir also, hier ist alles wunderschön. Dieses Skript muss ausführbar sein, entweder von der grafischen Benutzeroberfläche aus, Zugriffsrechte, Datei als Programm ausführen, oder für die Leute, die es lieber im Terminal mögen, ja, dann geht ihr in den Ordner rein, wo das Skript halt ist, cd-test bei mir, und sagt chmod plus x für ausführbar, und dann das Skript, das heißt bei mir image text.sh, Enter, und dann ist das ausführbar. Dann ist das gut. Ja, können wir hier auch nochmal überprüfen. Rechtsklick, Eigenschaften, Zugriffsrechte als Programm ausführen, jawohl. Executable. So, wie gesagt, wichtig war, Hintergrundbild ist dann das hier, das es eigentlich noch nicht so gibt. Wie tauschen wir jetzt denn eigentlich mal ein Hintergrundbild aus, wenn uns das zu langweilig wird? Dann müssen wir das Originalbild namens Background einfach austauschen. Ja, überschreiben zum Beispiel. Ihr hättet euch ein anderes Bild downloadet. Zum Beispiel das hier. Das heißt jetzt natürlich vollkommen anders. Am besten direkt im Download-Ordner dann umbenennen in Background. Punkt. Und dann PNG ist es in dem Fall. In dem Fall gegebenenfalls mit GIMP aus der Datei eine JPEG machen, ja, weil unser Skript jetzt gerade so ist. Datei,
exportieren als und dann Dateityp nach Endung. Eine JPG-Datei hätte ich gerne. Exportieren. Exportieren. So, und hier sehen wir auch nochmal Bild und die Bildeigenschaften. Das ist bei mir 1920x1080. Darauf ist dieses Skript jetzt ausgelegt, wegen der Textpositionen. Gut, wir haben jetzt eine Background.jpg. Ja, die heißt genauso wie das Ding im Testordner. Können wir jetzt kopieren. Und wir sind dann wieder im Testordner. Wollen das Ding loswerden. Ne? Ihr habt euch vielleicht eine Sicherheitskopie davon gemacht. Ja. Und dann Rechtsklick einfügen. Ersetzen. Hier werden wir nochmal gefragt. Das dunkelblaue Ding durch das andere ersetzen. Jawohl, ersetzen. So, was passiert jetzt? Ne? Nach einer Minute. Ja, nach einer Minute wird der Cronjob das Skript aufrufen, holt sich dieses Bild, fügt den Text ein und wir werden dann sehen, dass dann dort ein anderes erscheint und der ganze Hintergrund sich ändert. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.